Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Angry Birds Go. Letztes Mal haben wir die Welt 8 abgeschlossen und heute begeben wir uns in die nächste Welt. Diesmal mit Terrence, denn wir haben ja letztes Mal mit dem anderen gespielt. Wir werden auch, glaube ich, einfach jetzt machen, angesichts des Dings. Wir haben insgesamt 12 Charakter. Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt schon an. Obwohl, nee, ich habe gerade gerechnet. Ich glaube, es geht besser auf, wenn wir... Komm, wir fangen auf jetzt so an. Ich wollte jetzt nämlich machen dafür, dass wir jetzt jeden Charakter noch einmal spielen, dass er sicher vorkommt. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach jetzt mit Bett an und schließen mit denen auch dann heute ab. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen dann hier mit der Kampagne an. Einfach normales Rennen im R-Fahrzeug. Und ja, wir sind natürlich etwas overpowered, was die anderen angeht. Aber das muss nichts heißen. Weil wir haben auch letztes Mal schön herausgefunden, dass Dings... Trotz des stärksten Fahrzeugs in einer Kategorie, man trotzdem nicht gewinnt. Weil man zum Beispiel dann vielleicht doch zu schnell ist oder einfach denkst, ein bisschen zu oft crasht. Das heißt, es kommt aber noch immer natürlich auf das Können an. Was wenigstens etwas Gutes ist. Okay, hier sieht man natürlich einen kleinen, klaren Unterschied, aber ja. Natürlich, wie üblich, hat das Spiel wieder Probleme, denn natürlich hat es keinen Sound. Doch, das hat Sound, aber keine Musik oder sowas. Aber ja, kann man nichts machen. Wir haben letztes Mal wieder angefangen, das Spiel nach langer Zeit wieder zu spielen. Wir haben, denkst halt, war Welt 8 mit ein wenig Probleme abgeschlossen. Aber wir sind jetzt wieder bereit, um Welt 9 abzuschließen. Und wir geben uns eben halt Richtung des Ziels. Beziehungsweise das Ende des Games, damit wir das Spiel auch komplett abgeschlossen haben. Denn ich glaube, das ist mal etwas, was ich ansprechen sollte. Ich habe mir Dings einerseits für mich selbst und für die, wo wir es vielleicht merken, denn ich will es noch ein bisschen geheim lassen. Natürlich jetzt nicht mehr, aber Dings, ich werde jetzt nicht in einem Projekt, wo die meisten dabei sind, es sagen. Wer vielleicht gemerkt hat, habe ich vor Projekte so Sterne gemacht. Und die sollen aussagen. Oh, Sandballer, jetzt ist das neue Ding verfügbar. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie lächerlich es jetzt wird. So. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, ist Dings, ich hab, jetzt häng ich gerade. Ich habe Dings Sterne vor den, Dings gemacht, vor die, Projekte einmal vorne und hinten vielleicht, abhängig vom Projektstatus, denn die Projekte, die fertig sind und, das, komplett und im Sinn von vielleicht 100% oder einfach im Sinn von, dass wir es einfach nicht mehr spielen. Ein Beispiel, was mir gerade anfällt, ist zum Beispiel Sims. Das hat ja nicht wirklich 100%, aber das hat mir komplett abgeschlossen im Sinne von, dass wir da normalerweise nicht zurückkehren. Und dann haben wir aber Projekte wie zum Beispiel, was haben wir jetzt? Zum Beispiel jetzt Angry Birds Go. Da ist nur ein Stern, da haben wir, da haben wir gar keinen Stern. Was ich brauche, ein besseres. Ich weiß nicht. Angry Birds Evolution haben wir nur einen Stern. Denn da haben wir die Story abgeschlossen, aber noch nicht den ganzen Extra-Stuff, wo uns gefehlt hat. Und ja, also das soll halt Sterne ausmachen. Die sollen halt aussagen, wie weit man im Projekt ist. Ob das Projekt fertig ist oder ob wir das eben Dings komplett abgeschlossen haben und uns Dings nichts mehr fehlt oder halt eben noch nur die Extras fehlt und weil die Story an sich schon fertig gemacht ist. Ich muss auch schauen, wie genau, weil ich will das natürlich aber nach einer Zeit endlich mal irgendwo anzeigen, damit jemand weiß, was es bedeutet. Ich überlege mir einfach in die Kanalbeschreibung zu packen. Jeder das da kann sehen daneben, aber ja. Und ihr seht eben gerade auch, wie viel ich hier investieren muss einfach. Das ist krass. Also von den Plänen. Wir sind zwar erst jetzt 200 down und alles. Also ich habe jetzt halt während der letzten Folge, zwischen den der letzten und dieser Folge eben halt alle ein bisschen gegrindet. So ist nicht gegrindet, wirklich, aber halt verkauft. Und ja. Ihr seht einfach, wie viel man hier investieren müsste, bevor man überhaupt auf dem höchsten Level ist. Wir machen uns halt auf den höchsten Level, weil ich weiß sowieso schon spätestens in Welt 11, ich glaube sogar schon Welt 10, das würde ich euch sogar vorstellen, wenn wir das eine der höheren gebrauchen. So, ihr seht, es ist lächerlich. So, wisst ihr was, ich erspare euch diesen ganzen Pain und wir verbessern einfach zusammen das letzte Gefährt. Da sind wir ja gut dran. Und die anderen drei werde ich einfach privat für die nächste Folge einfach aufbessern. Und wahrscheinlich noch ein oder zwei Missionen nachholen.
Und dann können wir uns auf die letzte Welt stoßen. Und weil ich probiere heute eine etwas längere Folge zu machen wie letztes Mal. Und da eben alles, was uns von Welt 19 eben halt erwartet, abzuschließen. Damit wir das hinter uns haben. Und Alter, ist das hier lächerlich. Jesus Christ, ist das viel. Okay, mit unendlichen Kristallen ist es natürlich extrem einfach, weil anstatt natürlich, dass man sie abgezogen bekommt, bekommen sie einfach hinzugefügt, was richtig geil ist. Aber ich glaube, ich werde es nicht so oft machen. Also zum Beispiel, da jetzt ich auch das mit den Sternen angesprochen habe, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich allerdings bei ganz vielen alten Projekten wieder zurückgehen. Und eins davon ist natürlich Angry Epic. Das werde ich auf die normale Art und Weise hinbekommen. Also da werde ich dahinter setzen. Und dann auch, ich muss ja hinbekommen, da allerdings daran zu kommen, weil Epic ist ja auch nicht mehr durch die üblichen Wege normal erreichbar. Das heißt, das muss man auch noch irgendwie schauen. Aber ja. Und sonst, Angry's Evolution spiele ich auch wieder ganz normal durch. Also ihr seht, da werden alte Projekte wieder zurückkommen. So, Kampagne 60 und wir kommen hier mit 300 direkt, einfach dem Fünffachen, weil wir können das. Wir können das leisten, wir sind Multimillionär. Nicht legitim, aber egal. So. Okay, dann legen wir mal los. So. Bin schon gespannt, was uns so erwartet. Aber wir haben jetzt nicht den Charakter gewechselt, merke ich gerade. So. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, wir rasen doch ein bisschen zu schnell durch. Oh Gott. Oh Gott. Es nervt mich auch, dass die... Ah ja, okay, das habe ich jetzt nicht sehen kommen. Okay, wir werden vielleicht noch verkacken, weil ich einfach zu unfähig bin. So, kleiner Boost. Und up. Oh Gott, ich glaube, wir sind einfach... Oh Gott, das war ein kleiner Looping. Nice. Ich glaube, wir sind einfach zu schnell für unser eigenes... Ach du Heilige. Ach du Heilige. Das ist viel zu schnell. Das macht es aber so witzig. Oh mein Gott, wir fliegen ja vorher durch. Oh, ist das witzig. Okay, wir können mal die Strecke ein bisschen kennenlernen. Natürlich kommen mit einem neuen Gefährt auch neue Strecken neben dabei. Und ach du Heilige, ist das witzig. Also ich bezweifle ganz stark, dass wir da 3 Sterne haben. Außer es geht nur davon. Okay. Dann, I guess, geht es nur davon aus, wie weit man von der Zeitspanne entfernt ist. Aber okay. So, hier wieder das neue Gefährt. Wir werden wahrscheinlich nicht bereuen, hier mit 300 durchzukrachen. Oh, das wird witzig. Das wird witzig jetzt. Alter, der Arme ist auf 91. Wir kommen hier mit 300 geflogen. Wum. Ich habe schon wieder nicht weiter rausgewechselt. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade wirklich vergesslich, ne? Ah, stimmt. Die Musik ist wieder da. Oh Gott, Hilfe! Das ist ganz professionell von mir. So. Okay, wir haben das. Und die da. Und dann muss mir noch. Hä? Wo muss ich hin? Hä? Hä? Ich habe gar keinen anderen Weg gesehen. Okay. Also, es wären definitiv keine 3 Sterne, aber okay. Also, entweder ich bin blind oder das Spiel hat wirklich ganz unklar angedeutet, wo man hin muss. Ah, okay. Wisst ihr, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es mir trotz guten Einsamens ist irgendwie doch nicht hinbekommen. Jetzt weiß man, wenn wir so ein Verfehl verfehlen. Hallo? Ah, da. Wir haben es echt wirklich verkackt. Oh mein Gott. Ich hasse diese verdammten frische Schalt immer mehr. Am Anfang des Spiels waren das einer meiner Favoriten. Und jetzt hasse ich die mit einer Pest, die Dinger. Okay. Vielleicht jetzt, wenn wir nicht gegen so eine Wand krachen, weil wir von nicht wissen, wo es hingeht, können wir es schaffen. Aber wirklich, das war extremst unklar. Soll ich da wissen, wo es hingeht? Zumal es jetzt das 12. Mal ist, dass ich auf dieser Bahn bin. Ah, okay. Wir probieren uns einfach mal etwas langsamer Kart. Damit könnte uns viel mehr Spaß sein. So. Fliegen aber auch schon extrem schnell durch. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, dass wir ein bisschen über dem Limit sind. Oder einfach, dass die Map extrem schnell verläuft eben. Okay. So weit, so gut. Wir sammeln eigentlich relativ viel ein.
Ah, da, jetzt habe ich gesehen. Hä? Jetzt bin ich auf Wonders gespawnt. Okay, das ist wirklich nicht gut gemacht. So. Okay. Wir haben eine Chance, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen knapp wird, angesichts, dass wir die einen Dings da verpasst haben. Ah, verdammt. Okay. Hier vorbei. So. Puffen den. So, dann hier die Strecke. Und vielleicht ganz knapp. Nein! Oh mein Gott, es wären ein oder zwei Früchte mehr. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel. Aber wirklich. Okay, wir gehen mal zur Bombe rüber überhaupt. Allerdings wollte ich den Charakter wechseln, aber ich habe ja komplett vergessen. So, probieren wir unser Glück mit Bombe. Und schauen wir mal, wie das hier verläuft. So. Schauen wir mal, ob wir mit dem hier viel mehr erreichen als mit Red. Okay, das habe ich jetzt nicht so gut bekommen. Das hier schon mehr. Das. Naja. Uff. Okay, ich habe einfach darauf gehofft, dass man damit Sachen einsammeln kann. Da haben wir ein paar verfehlt. Das könnte fatal ausgehen, wie man letzte Runde gesehen hat. Nein! Oh, jetzt ist auch wirklich scheiße gemacht, ganz ehrlich. Also, Dings, man kommt um die Kurve und da muss man direkt lenken, eigentlich. Und wenn man nicht natürlich daran denkt, dann bist du eigentlich schon geschmissen. Dann kannst du es ja schon so gut wie vergessen. Ist nicht so gut. Aber okay. Das ist eben so. Kann ich jetzt nicht wirklich viel ändern. Okay. Es sieht gut aus. Wir könnten es möglicherweise hinbekommen. Okay, auch trotz des Verfehlens von denen da. Das müsste möglich sein. Jetzt kommt nämlich noch diese eine lange Strecke hier. Die ich gerade... Okay, ich habe sie zwar ein bisschen verkackt, aber wir haben es geschafft. Wuhu, Bombe. Okay, wir haben es geschafft. Ich bezweifle ganz stark, da jetzt 3 Sterne zu bekommen. Wir haben nicht mal 1 Stern bekommen. Wie brutal. Okay, die sind wirklich bei diesen Früchte-Sammeln extrem brutal. Das ist... Okay. Das ist schon krass. Das ist ein Rennen, ne? Also ein Zeitrennen. Noch besser. So, Stella. Wir nehmen dich dann und wir legen dann los. Ding ist, wir haben auch kein Problem mit der Energie, weil die scheint sich auch wie das Geld dann einfach dabei zu gewinnen. Einfach, wenn ich sie ausgebe. Das heißt, wenn ich sie ausgebe, bekomme ich sie eigentlich dabei, anstatt sie zu verlieren. Und ja, legen wir mal los. Das wird jetzt schön. Ich sehe jetzt schon, dass extrem viel schief geht. So, einfach durchfliegen. So, ja. Ups, ja, alles gut. Hat nur ein bisschen wehgetan. Okay, das ist ein bisschen anstrengend, die jetzt zu steuern. Weil die... Yep. Ja, das war vielleicht nicht so gut. Oh Gott, Alter, was sind das für Strecken? Ich bin jetzt sogar hinter dem Dings. Okay, Stella ist vielleicht nicht die beste. So. Ich muss nämlich jetzt ein bisschen dahinter kommen. So, wir scheinen aber jetzt aufzunehmen. So. Alter, das klingt so weird, wenn kein Sound ist. Okay, hier weiter. So, um dem Erlen zu entkommen. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Und da ist das Ziel. Ich bezweifle ganz stark, wieder 3 Sterne zu bekommen, aber egal. Es geht einfach nur darum, die Rennen zu besiegen. Und ich 3 Sterne bekommen. Ich habe trotzdem die 3 Sterne bekommen. Ich verstehe nicht warum. Aber okay. Und da sind wir auch schon bei der Dings beim Finale. So, Stella weg mit dir. Und Bubbles, mein Favorit. Let's go. Legen wir uns mit dem Typen hier an. Legen uns fett auf Maul. Und haben es dann geschafft. Oh Gott. Ich glaube, ich werde mich nie hier an diese Rennen gewöhnen. Weil die wirklich nicht gemacht sind, um mit so einer Geschwindigkeit durchzukommen. Also da muss man wirklich schon ein gutes Gefühl haben. Und wie seht ihr, das habe ich gerade nicht. Ui! Okay, jetzt ist natürlich einfach, aber jetzt geht es einfach nur darum, die Kurven richtig zu nehmen und nicht noch dabei Früchte einzusammeln. Das macht natürlich weitaus einfacher. Aber trotzdem natürlich muss ich aufpassen, denn ich raste da mit einer Geschwindigkeit, die normalerweise nicht hier von mir verlangt ist. Ah! Okay, Looping, go.
Und da wären wir auch durch, okay. Oh Gott, ihr seht immer, glaube ich, was ich meine. Man rast hier durch. Oh Gott, aber man rast wirklich hier durch. Schau mal, wie weit hinten der andere ist. Das nicht, Skill. Okay. So. Also dafür so kürzer, dass das Spiel einfach nicht hinbekommt, den Sound zu lassen. Das ist aber auch schon Dings bei der normalen Version so gewesen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber okay. Ja, keine 3 Sterne. Egal, wir haben den Charakter, das was zählt. Okay. Wir haben es geschafft. Der bringt uns auf einen Reifen, weil warum nicht? Ich nehme an, das ist seine Fähigkeit, Reifen zu klauen. Okay. Und ich würde sagen, nächstes Mal steht dann Finale an. Das wird jetzt schön. Oh Gott. Das wird jetzt schön. Also ja, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo das Finale ansteht, weil wir schon definitiv nächstes Mal diesen Sergeant und Chuck umzubringen. Nicht umzubringen. Wir sind nicht über Epic. Auf jeden Fall, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir nicht. ich hab so ein Haus, das ist schlimm. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei einem Grande Finale. Beim Grand Prix. Tschüss.